Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute in diesem Video gibt es einen weiteren Airdrop-Guide auf dem Testnet zu der ZKEVM-Skalierungslösung Scroll. Das Ganze befindet sich eben, wie erwähnt, bereits noch auf dem Testnet. Es gibt noch nichts auf dem Mainnet, heißt, für diesen Guide heute fallen keinerlei Kosten an. Ihr müsst nur ein bisschen Arbeit und Zeit hier reinstecken, um euch für einen potenziellen Airdrop in Zukunft zu qualifizieren. Was kann man erreichen? Wir spekulieren hier in einem Rahmen von ungefähr 1.000 bis 10.000 US-Dollar, je nachdem, wie oft man hier interagiert bzw. wie viele Transaktionen man auf der Blockchain hinterlegt. Und dann muss natürlich zusätzlich noch der Airdrop in Zukunft bestätigt werden. Das hier, wie gesagt, eben nur auf dem Testnet heute. Was brauchen wir für diesen Guide? Wir brauchen zum einen einen Discord- und einen Twitter-Account im besten Fall, damit wir uns dann nachher auch in der Gilde verifizieren können. Wir brauchen einen MetaMask-Account und bestenfalls etwas Ethereum auf Arbitrum, um uns dann letztendlich die Girly Ethereum, die Testnet Ethereum, die wir hier zur Abwicklung brauchen, zuschicken zu lassen. Erstmal vielleicht nochmal ganz kurz, was ist denn Scroll, beziehungsweise wenn wir hier auf Layer 2 Beat springen, dann sehen wir hier sämtliche Layer 2 Lösungen von Ethereum, aktuell mit ihrem Market Cap. Ich habe beispielsweise schon angesprochen, ZK Sync Error, das aktuell das größte dieser Rollup-Lösungen ist. Dann haben wir bereits über Starknet gesprochen und über Polygon ZKEVM. Und Scroll, wie wir unten sehen, ist eben noch nicht live auf dem Mainnet. Deswegen wollen wir uns hier heute rein mit dem Testnet beschäftigen. Es kann gut sein, dass in Zukunft dann nochmal ein Mainnet-Guide kommt, sobald die ganzen Applikationen dann live sind, mit denen man interagieren kann, um sich dann dort auch mit seiner Wallet zu verifizieren, beziehungsweise diese auf der Blockchain zu hinterlegen, um sich dann für den potenziellen Airdrop zu qualifizieren. Den ersten Schritt, den wir machen, wir gehen wie immer auf chainlist.org und fügen uns das Scroll Testnet hinzu. Hier einfach auf Include Testnet klicken und dann hier das Scroll Alpha Testnet zu eurer MetaMask hinzufügen. Sobald wir dann das Netzwerk zu unserer MetaMask hinzugefügt haben, brauchen wir natürlich Ethereum, mit denen wir interagieren können, mit denen wir unsere Transaktionen abwickeln können. In vergangenen Tutorials habe ich dafür immer das Girly Faucet genutzt. Da wir jetzt hier allerdings nur 0,02 Ethereum pro Tag abholen können, nutze ich mittlerweile die Seite Testnet Bridge. Und zwar kann man sich hier gegen eine Bezahlung von der Gas-Fee, im Arbitrum-Netzwerk sind das ungefähr 30, 35 Cent, ich werde da gleich mal ein Beispiel zu machen, und dann können wir uns einmal Girly Ethereum zuschicken lassen. Ihr müsstet hierfür dann einfach nur eben Ethereum auf Arbitrum auswählen. Wie gesagt, das ist alles auf dem Testnet. Also hier einmal auf Ethereum für Arbitrum klicken, das ist meine bevorzugte Wahl. Ihr gebt dann ungefähr 0,005 Arbitrum ein, da sieht man, man bekommt rund 6 Girly Ethereum. Man klickt dann hier unten einfach auf Transfer und dann sollten die Girly Ethereum innerhalb der nächsten 5 Minuten auf eurer Wallet sein. Ich habe das gerade getestet, das hat mich jetzt ungefähr 35 Cent in Gas Fees gekostet. Sobald wir dann die Ethereum auf unserer Wallet haben, sollte das Ganze so ausschauen. Also ihr wechselt dann zum Girly Test Netzwerk, habt dann die Girly Ethereum hier hinterlegt. Das nächste, was wir dann machen, wir holen uns zusätzlich Testnet USDC auf dem Scroll Netzwerk. Dazu müssen wir natürlich dann einmal das Netzwerk wechseln. Ihr öffnet hierzu einfach eure MetaMask, geht dann ins Scroll Testnet und verbindet hier einmal eure Wallet, klickt dann auf MetaMask und könnt dann hier einmal auf Claim drücken und dann werden euch diese USDC auf der MetaMask gutgeschrieben. Als nächstes wollen wir dann die Ethereum, die wir als Gas Fees brauchen, vom Girly Testnet auf das Scroll Testnet rüberbridgen. Dazu müsstet ihr dann auf der MetaMask wieder einmal euer Girly Test Netzwerk auswählen. Und hier bridgen wir jetzt einfach mal 3 Girly Ethereum und gehen dann hier unten auf Send Ethereum to Scroll Testnet Alpha. Ihr seht, das kostet ein bisschen was in Gas Fees, aber wie gesagt, ist ja alles nur Testnet Geld. Das Ganze sollte auch wieder circa 5 Minuten dauern, bis es dann drüben auf dem Testnet von Scroll angekommen ist. Und wenn ihr das erledigt habt, gibt es 3 verschiedene Seiten, mit denen man interagieren kann. Ich werde euch jetzt das Ganze anhand von einer Seite zeigen. Die Aktionen, die man durchführt, sind nämlich auf allen Seiten dieselben. Und zwar gibt es zum einen Symbiosis.finance. Hier einfach verschiedene Swaps durchführen, also einfach mal von Ethereum in USDC swappen, zurückswappen. Hier gilt wieder, je mehr und je öfter man das Ganze macht, desto öfter ist eure Wallet-Adresse auf der Blockchain hinterlegt. Und anschließend könnt ihr dann hier beispielsweise noch in die Pools gehen und Liquidität zur Verfügung stellen. Was ihr hier natürlich beachten solltet, dass ihr hier auf dem richtigen Testnet seid, also hier nicht das Girly Testnet nutzen, sondern das Scroll Testnet. Das gleiche können wir hier auf SyncSwap auch machen und zwar hier auch dementsprechend die Wallet verbinden. Schauen, dass ihr auf dem Scroll Alpha Testnet seid, dann ein paar Mal hin und her swappen, in die Pools rübergehen und hier dann auch eine Liquiditätsposition aufbauen. Das gleiche gilt natürlich auch für Uniswap, hier einfach Ethereum in USDC rüber swappen oder das Ganze in Wrapped Ethereum tauschen, dann in den Pool rübergehen, eine neue Liquiditätsposition eröffnen,
Hier kann man beispielsweise dann normalerweise Wrapped Ethereum mit USDC paaren, also einfach dann die Adresse einfügen, hier Liquidität zur Verfügung stellen, die Position dann wieder auflösen und das Ganze ungefähr wöchentlich einmal durchziehen, bis man halt einfach ein paar Transaktionen gesammelt hat. Dann gibt es noch eine weitere Seite, die eigentlich vorwiegend für Entwickler, also für Leute, die auf dem Netzwerk bauen wollen, zur Verfügung steht. Wir nutzen die jetzt auch einmal, das glaube ich ein guter Lernfaktor für viele ist, was man denn hier alles schon machen kann. Und zwar heißt diese Seite thirdweb.com und wir kreieren jetzt hier einmal einen Smart Contract. Ich habe jetzt hier schon mal zwei Test Contracts kreiert. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann sollte hier in der Mitte stehen Deploy Smart Contract. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann klickt ihr einfach hier oben auf diesen blauen Button und dann könnt ihr hier beispielsweise einen neuen Token erstellen. Ihr klickt hier einmal drauf, geht dann hier auf Deploy Now, gebt dann einfach den Namen ein, in dem Fall ist das hier jetzt das Tutorial für uns und gebt dann einen Test für das Tutorial, geht hier unten auf Deploy Now, das ist jetzt genau hinter meiner Facecam, da ist auf jeden Fall ein blauer Button mit Deploy Now, dann sollte sich die MetaMask auch gleich öffnen, ihr müsst die Transaktion einmal bestätigen und sobald diese bestätigt ist, müsst ihr hier nochmal die Transaktion bestätigen, um das Ganze zum Dashboard letztendlich hinzuzufügen. Genau, dann kommt hier noch die Unterschriftsanfrage, ihr scrollt einmal ganz runter, klickt hier auf Sign und dann sollte der Smart Contract auch gleich erstellt sein. Und was wir jetzt anschließend noch machen, wir wollen was von unserem eigenen Token dann letztendlich minten. Dazu, sobald hier der blaue Balken voll ist, gehen wir hier dann einmal auf Token Tab und gehen hier auf Mint. Dann geben wir die Anzahl der Token ein, die wir hier minten wollen, beispielsweise 100 Token. Gehen hier auf Mint Token, müssen das Ganze dann wieder in unserer MetaMask einmal bestätigen. Ihr seht, das Ganze kostet nicht mal was in Gas Fees. Ihr geht einfach auf Confirm und dann ist auch der Token gemintet. Und all diese Transaktionen bzw. all diese Vorgänge, die wir hier gerade vorgenommen haben, sind dann als einzelner Vorgang hier auf der Blockchain hinterlegt. Dann abschließend als letzten Schritt gehen wir hier noch auf die Gilde, connecten einmal unsere Wallet, müssen unseren Twitter und unseren Discord-Account verbinden und haben dann hier Zugriff auf diese Gilde. Einfach nur, dass wir es mal gemacht haben. Es kann notwendig sein, es kann nicht notwendig sein, aber ich denke, es ist eine nette Ergänzung, um sich hier nochmal kurz reinzulesen, falls es neue wichtige Sachen gibt, je nachdem auf deren Discord oder auf dem Twitter-Account, um dem zu folgen. Und dann natürlich auch nicht das Announcement zu verpassen, wenn sie live sind auf dem Mainnet. Das soll es auch schon zum heutigen Airdrop-Guide gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach unten als Kommentar oder auch einfach zu uns auf den Community-Discord kommen. Dann können wir gerne, falls Fragen bestehen, dort noch diskutieren. Ansonsten, wenn euch dieser Airdrop-Guide gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönes Wochenende euch allen und bis zum nächsten Mal.